Willkommen zurück zu Reif is Live. Ja, Supercup war auch in England und dort hat Liverpool gegen Manchester City 3:1 gewonnen. Ein Freuters, der selbst am Samstag mit den Bayern triumphiert hat, Sadio Mané, der hat schöne Grüße an die Kollegen nach Liverpool geschickt. Natürlich habe ich das Ergebnis zur Halbzeit gesehen, aber dann konnte ich nicht weiterschauen, weil ich mich auf unser Spiel fokussiert habe. Das war mir und meinen Teamkollegen sehr wichtig, dass wir heute den Sieg eintüten. Aber die Jungs haben mir gesagt, dass Liverpool gewonnen hat, also Glückwunsch, Männer. Ich freue mich für euch. Jetzt schon das Lachen der Saison, oder? Ich glaube, also mit Mané werden wir einfach, egal ob man Bayern-Fan ist oder nicht, man sieht ihn, man hört ihn. Da ist eine Freude da, die der ausstrahlt bei allem, was er sagt. Ja, ich weiß gar nicht, ob der richtig sauer sein kann. Doch, ich habe mir sagen lassen, wenn er ausgewechselt wird, dann musst du Jürgen Klopp fragen. Irgendwann musste das auch mal sein, da ist die Laune ganz, ganz tief im Keller. Nicht lange, aber für den Moment, aber wirklich, da stürzt die Welt ein. Nein, das ist ein toller Kerl. Stürzt die Welt ein, haben Sie gesagt. Manchester City verliert 1:3 und Haaland schießt kein Tor. Herr Reif, Kehleinkauf? sehr schnell sind wir heute. Zumindest haben wir den Meisterkampf in Deutschland noch nicht ausgerufen. Aber ich bleibe dabei, das wird eine der spannendsten Fragen im Weltfußball. Funktioniert Haaland im System Guardiola Manchester City? Wir können mal hören, wie Pep Guardiola das selber einschätzt. Natürlich haben auch die englischen Kollegen gefragt. Ja, jetzt kommt da einer für knapp 70 Millionen aus Dortmund und schießt kein Tor. Was sagt denn der Trainer dazu? Er ist so stark. Diesmal hat er nicht getroffen, beim nächsten Mal trifft er wieder. Also, wo ist das Problem? Sowas kann passieren, das ist Fußball. Er war da. Ein anderes Tor wurde ihm aberkannt, weil der Ball schon draußen war. Er wird schon wieder treffen. Manchmal braucht er vielleicht solche Situationen, um auch zu verstehen, was noch zu tun ist. Alles ist gut. Ich bin deswegen weder besorgt noch enttäuscht. Er sagt, er ist nicht concerned und worried. Die Körpersprache fand ich sehr nervös und fahrig und irgendwie war er nicht so ganz bei sich, oder? Es ist eine Pressekonferenz. Oder ist er schon genervt, was nach Haaland gefragt wird? Denn gegen Bayern hat er ja noch getroffen beim Testspiel vorher. Guardiola ist von jeder Pressekonferenz genervt, weil er das unter seinem... Er hat Wichtigeres zu tun. Er muss jetzt nochmal drei... Ich kann euch nicht auch noch erklären, wie Fußball funktioniert. Er muss drei DVDs gucken jetzt, Leute, und vom nächsten Spiel. Und dann wollt ihr mich jetzt... Hier muss ich euch erklären. Das kann ich, will ich euch auch gar nicht erklären. Ihr werdet es auch nie begreifen. Doch, ganz einfach. Haaland hat die Nummer 9. Alle haben gesagt, oder viele haben gesagt... Wie passt ein Stürmer mit dessen Qualitäten und seiner Art Fußball zu spielen in das System Manchester City? Guardiola muss eine Idee haben, denn ob ihn das nervt oder nicht und ob er gefragt wird oder nicht, die Antworten brauche ich nicht von ihm, sondern die gucken wir uns ja Woche für Woche dann auf dem Platz an. Und ja, ich bleibe dabei, ich habe meine Zweifel, dass das funktioniert, aber... Wir haben ja noch ein paar Spiele. Ja, wer bin ich? Ich werde mich von Guardiola schon untersuchen. Also, Liverpool gewinnt den sogenannten Community Shield, so ja die Bezeichnung für den Supercup in England. Und damit hat Jürgen Klopp jetzt alle nationalen Titel, die man in England gewinnen kann, auch mit Liverpool gewonnen. Und so war er hinterher drauf. I like the whole game. Look, we're that early. Mir hat das ganze Spiel gefallen. Wir sind noch so früh in der Saison mit all den Problemen, die es noch gibt. Wir haben zwar gewonnen, aber wir müssen daran arbeiten. Ich habe es ja schon früher gesagt, wir müssten die Vorbereitungsphase noch um 2 bis 3 Wochen ausweiten. Ansonsten gibt es kaum eine Chance, in einen normalen Rhythmus zu kommen. Und wir sind jetzt noch nicht in dem 3-Spiele-pro-Woche-Modus, der jetzt bald losgeht. Trotzdem war es für mich gut anzusehen. Immerhin ist es einer der stärksten Gegner, die du bekommen kannst. Also Jürgen Klopp macht sich schon Gedanken darüber, ob das mit der Fitness gut gehen wird, wenn in Kürze dann der 3-Spiele-Rhythmus beginnt und wir ja auch eine WM im November vor der Brust haben. Auch spannend zu sehen, wie sich das auf die Hinrunde, Vorrunde, Champions League, Gruppenphase etc. auswirken wird. Ja, wenn man sieht, was Barcelona gerade alles so einkauft, dann denkt man sich, ach, so pleite wäre ich eigentlich auch gerne. Denn Barcelona ist flott unterwegs, wie wir gerade mal darstellen können. 3 große Transfers hat es jetzt schon gegeben, bei denen richtig Geld geflossen ist. Und wir gucken uns mal an, welche 3 Spieler dafür welches Geld
gekommen sind. Lewandowski, wir haben am Rande darüber berichtet, dass dieser Spieler den FC Bayern verlassen hat und jetzt bei Barcelona am Start ist. 45 fix plus 5, die wahrscheinlich auch gezahlt werden. Dann eben Rafinha, der von Leeds kommt, für 58 Millionen. Und jetzt, Herr Reif, hat man noch Koundé geholt von Sevilla für 50 Millionen. Das ist schon satt. Und es soll noch nicht Schluss sein. Nein, Bernardo Silva von Manchester City. Da stehen 70 bis 80 Millionen im Raum. 80 im Raum. Ja, Frenkie de Jong soll aber gehen. Also die drehen an Rädern, von denen ich auch nicht wusste, dass es die gibt. Oder wo es die gibt. Aber nochmal, sie verkaufen ihre Markenrechte, Fernsehrechte und die sind ein Haufen Geld wert. Also wirklich langsam. Aber sie verkaufen ihre Zukunft gerade. Ne? Also sie haben ihre TV-Rechte für 25 Jahre einen Anteil davon verkauft. Ja. Das ist halt die Wette. Ich habe jetzt das Geld, aber dann müssen die Einnahmen auch folgen. Ja. Sonst knallt jemand anders vor die Tür. Sie stellen vieles auf Null. So, und dann haben wir jetzt über Messi noch nicht gesprochen, oder? Ja, wir können uns das Zitat noch mal zu Gemüte führen, was Präsident Laporta da nämlich rausgehauen hat rund um dieses Wochenende. Ich möchte ihn gerne zurückholen, sagt er einfach. Es wird nicht einfach sein, aber ich denke, dass wir es mit der richtigen Strategie schaffen können. Herr Reif, das haben wir nun wirklich hier ausgeschlossen, dass Xavi als neuer Trainer das mit sich machen lässt. Mhm. Und jetzt doch die Wende bei Xavi oder Laporta Alleingang und hab hier noch was gut zu machen bei den Fans? Die Rolle von Xavi kann ich nicht mehr, habe ich Probleme wirklich sauber einzuschätzen. Ich dachte, dass er das Sagen hat, wenn er denn kommt, zurückkommt als Legende und sich diesem Stress aussetzt. Denn er gilt als Hoffnungsträger Nummer 1, um diesen Club wieder wirklich aus ihrer Sicht, aus tiefsten Tiefen wieder an Real Madrid ranzuführen. So, das nichts weniger. Aber wenn ich das so sehe, auch Lewandowski zu anderen Stürmern, die schon da waren, holen das großen Namen. Ja, Lewandowski, toller Fußballspieler. Aber wie Xavi das alles managen will, ist mir alles nicht so ganz klar. Und Messi, natürlich verändert ein Messi sofort die gesamte Statik, wenn er denn wiederkäme. Aber irgendwie hat das noch einen anderen Charme, als wenn ich bei Ronaldo, wenn wir nachher auch noch was sagen, wo soll Ronaldo zurückgehen? Wo ist sein Zurück? Wo ist denn das, wo er hingehen könnte? Messi und Barcelona, das war mit 13 kam er dorthin. Das könnte ich mir noch irgendwie vorstellen, wie das dann auf dem Fußballplatz aussehen soll. Da, so weit bin ich noch nicht. Im Moment Messi bin ich eher noch in der Finanzabteilung bei denen. Da gehe ich erstmal über die Bücher, bevor ich auf den Platz gucke. Finanzabteilung, da sind aber vorrangig Träumer beschäftigt, glaube ich. Also sie brauchen keine Träumer BWL-Kenntnisse. Oder Drucker, Gelddrucker, die eine Druckmaschine haben. BWL-Kenntnisse sind nicht erforderlich, wenn man bei Barcelona im Finanzvorstand sitzt. Offenbar. Das ist das Erste. Das Zweite, Laporta, er liefert jetzt gerade ein Feuerwerk so, und macht sich unsterblich. Aber ich hoffe für ihn, wünsche ihm von Herzen, dass das nicht unsterblich ist in genau die andere Richtung. Der ist damals verrückt geworden und hat uns alles hier weggegriffen. Wir haben alles verkauft, was wir an Silber hatten, nur um eine Gladiatorentruppe uns zusammen zu basteln. Und dann mal gucken, wie sich das auf dem Platz darstellen soll. Also ich möchte in Xavis Haut nicht stecken, oder aber doch, dass sie ihm solche Spieler hinstellen und vielleicht überrascht uns alles da noch. Dass Lewandowski zu Barcelona gewechselt ist, ist bekannt. Hasan Salihamidžić hat sich jetzt beim Kollegen Christian Falk im Bayern Insider noch mal dazu geäußert, dass Lewandowski zuletzt harte Vorwürfe gegen die Bayern erhoben hat. Jetzt hat sich Robert Lewandowski wieder mit einem Interview gemeldet und hat dem FC Bayern vorgeworfen, es seien Lügen verbreitet worden, um einen Vorwand zu haben, um ihn zu verkaufen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mein Vater hat mir mal beigebracht, dass egal wo ich weggehe, nicht die Tür mit dem Hintern zuzumachen. Und der Robert ist jetzt auf dem besten Wege dahin. Das kommt erst so ein bisschen seicht und dann ist es ein ziemlich harter Satz. Ich verstehe Lewandowski nicht. Ist doch gut jetzt. Du hast so gekriegt, was du wolltest. Es geht nicht mehr um Interpretieren von dem, wie das bis dahin gegangen ist. Weil wer da wann wo was gesagt hat. Alle beide Seiten waren nicht gut. Auch Barcelona war nicht gut. Die haben auch rumgestochert. Also es wäre doch gut jetzt. Schau, Mané grüßt seine alten Kumpels in Liverpool. Das ist ehrlich, das ist lieb. Er ist durch die Tür so rausgegangen, kann jederzeit wieder hin. Und was Lewandowski da gerade macht, ich verstehe es nicht. Sorry. Verstehen Sie, was Ronaldo gerade macht? Es gab jetzt das erste Testspiel, bei dem er dabei war gegen Vallecano. Zur Halbzeit wurde er ausgewechselt und hat das Stadion verlassen.
Was treibt ihn jetzt gerade? Die wissen doch bei Man United, dass er gehen will. Der muss sich doch jetzt eigentlich so vorbildlich verhalten, dass irgendein Verein, ich will nicht sagen, auf ihn reinfällt, aber doch sagt, hey, den holen wir uns jetzt zurück, weil das ist es. Ja, aber Ten Hag sagt, er ist unser Spieler und ich rechne mit ihm. Also das ist jetzt das nach außen pokern. Und Ronaldo läuft in eine Sackgasse rein. Das ist pure Verzweiflung. Ihn verstehe ich, dass er so handelt, weil so ist er. Aber die es sich mit sich machen lassen, die verstehe ich nicht. Insofern, das wird uns noch beschäftigen. Und zwar sehr unschön. Unangemessen für einen Spieler seiner Qualität. Wir bleiben bei Ronaldo dran, liebe Fußballfans. Und sehen uns wieder an dieser Stelle. Ungewohnte Zeit am Freitag um 22.45 Uhr, mal was Neues bei Reif ist live, dann direkt die große Analyse zum Bundesliga-Auftakt zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München. Götze gegen die Bayern, Götze gegen Mané, das wird was. Herr Reif, vielen, vielen Dank für heute. Wir sprechen wieder am Freitagabend, dann unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Sein Tipp ist übrigens ein 3:1 für die Bayern. Mal gucken, ob er recht behält. Bis Freitagabend, machen Sie es gut. Vielen Dank.